Aktuell ist der Gaspreis zwar deutlich günstiger als im Vorjahreszeitraum vom Jahr 2022, aber es gibt durchaus Hinweise, die den Schluss zulassen, dass dieser Gaspreis eben in der zweiten Jahreshälfte von 2023 wieder etwas deutlicher ansteigt. Denn nach einem Report vom S&P Global Commodity Insight ist die Anlieferung an US-amerikanische Flüssiggasterminals im ersten Halbjahr 2023 um rund 8% im Vergleich des Durchschnittes von 2022 angestiegen. Zudem heißt es, dass der Gaspreis momentan so günstig wäre, weil eben der Winter auf der amerikanischen Nordhalbkugel recht mild ausgefallen ist. Viele Gasspeicher seien vor dem Winter schon recht gut gefüllt gewesen. Es gäbe allerdings auch durchaus die Vermutung, dass eben durch diesen günstigen Preis viele Regionen in Südostasien, die recht preissensibel sind, Interesse hätten, momentan dann eben ihre Speicher jetzt zügig zu füllen, was dann eben nochmal den Preis nach oben ziehen könnte. Ohnehin geht man davon aus, dass im Jahre 2023 der Exportanteil auf rund 13,3 Milliarden Kubikfuß anzieht im Vergleich zu 12 Milliarden Kubikfuß im Jahre 2022. Auch charttechnisch gesehen könnte man unter Umständen Rückschlüsse ziehen, dass wir so langsam eine Bodenbildung bekommen. Die letzte Abwärtsbewegung im korrektiven Abwärtstrend, die war nicht mehr ganz so dynamisch. Wie das Ganze genau aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an auf der Plattform von Capital.com. Los geht's. Starten wir durch, wie gewohnt, im Wochenchart und verschaffen uns zunächst erstmal einen Überblick. Und schauen uns das Ganze mal zunächst an. Wir sehen hier, dass wir hier eine Aufwärtsbewegung bekommen haben. Bewegung, Korrektur, Bewegung, die im letzten Jahr recht deutlich geworden ist. Das heißt, wir haben hier im Vorjahreszeitraum deutlich höhere Preise gehabt als die, die wir aktuell sehen. Im Nachgang ist es dann eben dazu gekommen, dass hier der Aufwärtstrend gebrochen worden ist. Nicht nur das, sondern wir haben auch eine Korrektur und eine weitere Bewegung. Schauen wir uns gleich nochmal eben etwas genauer an. So, zunächst aber mal Widerstand, Oberseite hier $5,41. Also in diesem Bereich hängt damit zusammen, dass wir sehen, dass wir hier Käufer in den Markt bekommen haben, hier Käufer in den Markt bekommen haben. Und hier sogar recht deutlich. Das heißt, wir haben hier ordentlich Schub nach oben bekommen. Also da war starkes Kaufinteresse. Dann haben wir hier noch ein paar Käufer reinbekommen. Das Kaufinteresse nicht mehr so stark wie hier an diesem Punkt. Dann gab es nochmal eine Korrektur, nicht ungewöhnlich. Und dann sind hier nochmal Käufer in den Markt reingekommen. Aber das hat nicht ausgereicht, um eben nochmal an das vorangegangene Hoch anzuknüpfen. Also das ist nicht gelungen. Im Gegenteil, hier sind dann entsprechend die Käufer quasi wieder aus dem Markt herausgeflogen und der Kurs ist dann entsprechend weiter nach unten gegangen und dementsprechend, sofern wir hier nach oben heranlaufen, sieht momentan auch weit entfernt aus, durchaus die Möglichkeit im präferierten Szenario, dass wir dann hier ein charttechnisches Signal bekommen, leicht drüber laufen wegen meiner, um dann nochmal nach unten zu korrigieren in Richtung $4. Auf der Unterseite entsprechend unterstützungstechnisch. Jetzt machen wir es mal ein bisschen größer. Dann sehen wir auch gleich den anderen Part, den ich noch zeigen wollte. So, Sekunde. Da sehen wir dann eben, dass wir hier ein Tief hatten, ein tieferes Tief hatten und dann ab diesem Bereich dann Käufer in den Markt hineingekommen sind. Wir sind leicht nach oben gelaufen. Dann sah es zunächst hier so aus, als wenn wir hier weiter nach unten laufen würden. Sind wir aber nicht, sondern hier dann auch deutlich und mit Energie nach oben gekommen und haben von da aus dann eben diese lange Aufwärtsbewegung angesetzt. Das heißt, aus meiner Perspektive hier wäre das erstmal die wichtigste Unterstützung. Von daher, sofern wir hier wieder nach unten weglaufen, wäre eben die präferierte Unterstützung bei rund 1,69,9. Kommen wir jetzt aber zu diesem Teil. Wir sehen es hier nochmal, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und das, was wir sehen, haben wir hier ein Tief und dieses Tief ist leicht tiefer. Das heißt, deswegen haben wir hier einen Abwärtstrend. Aber eben hier ist der Schwung rausgegangen, eben hier unten. Und der Kurs hat gedreht. Wir sind dann entsprechend wieder nach oben gelaufen, haben diesen Abwärtstrend aber noch nicht gebrochen. Das wäre der Fall, wenn wir hier über diese Marke nach oben kommen. Das heißt, es sieht hier so momentan so aus, als hätten wir eine Bodenbildung. Ist auch durchaus möglich, dass wir hier
Das wäre das präferierte Szenario, nochmal nach unten ranlaufen, hier nochmal antesten und dann Schub, richtig Schub nach oben bekommen. Das wäre natürlich das interessanteste Szenario für mich, sofern wir hier nicht nochmal nach unten heranlaufen. RSI ist relativ neutral. Jetzt möchte ich noch was zeigen auf der Oberseite. Zwar sehen wir das hier an dieser Stelle ganz gut. Wir hatten hier einen ansteigenden Markt, ein Hoch, Korrektur, dann wieder nach oben gelaufen. Dann so eben hier ein neues Hoch ausgebildet mit wenig Dynamik, auch per Schlusskursbasis nicht nach oben durchgekommen. Und dann sehen wir eben im Nachgang, dass die Kurse hier nach unten weggelaufen sind. Und so ein identisches Szenario haben wir auch. Wir sind per Schlusskurs hier unten nachhaltig nicht nach unten durchgelaufen. Von daher aus meiner Sicht durchaus Risiko oder Potenzial, kann man immer sehen, wie man das möchte, dass wir hier, wie gesagt, so eine Bodenbildung bekommen und dann erstmal wieder nach oben ziehen. Damit wären wir im Tageschart. Hier sehen wir das eine Tief, hier sehen wir das neue Tief, dann das Hoch hier in der Mitte, also Bewegung, Korrektur, Bewegung. Momentan sind wir hier in der Korrektur des Abwärtstrendes. Da hat sich dann entsprechend ein Aufwärtstrend ausgebildet. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dieser Aufwärtstrend wäre gebrochen, wenn wir hier eben unter dieses Tief bei rund 2,10, 2,15 nach unten durchrutschen. Dann würde sich das Bild wieder ein bisschen eintrüben, dass das Risiko besteht, dass wir nochmal korrigieren und dann wieder nach unten zu ziehen. Widerstandstechnisch auf der Oberseite finde ich momentan diesen Bereich interessant bei 3,23,9. Wir sehen zum einen, ja, der gleitende Durchschnitt kommt hier angelaufen, aber, und da liegt jetzt so ein bisschen mein Augenmerk drauf, hier linksseitig im Chart, schauen wir uns auch hier ein bisschen genauer an, sehen wir hier, dass wir hier einen Umkehrstab bekommen haben. Das heißt, hier sind Käufer in den Markt hineingekommen. Wir hatten hier auch eine leicht positive Tendenz, ganz klein betrachtet, und dann sehen wir, dass wir hier einen Fehlausbruch bekommen haben. Ja, also mit dem Umkehrstab zunächst Käufer in den Markt hineingekommen und dann ist der Markt wieder abverkauft worden und hat dann auch auf Schlusskursbasis ein tieferes Tief ausgebildet. Das heißt für uns in der Charttechnik jetzt, dass wir hier entsprechend dann eine weitere dynamische Abwärtsbewegung bekommen haben. Dementsprechend für mich momentan diese Marke eben hier bei 3,23, wichtigste Widerstandsmarke im Tageschart. Auch deshalb interessant, weil dann eben der Abwärtstrend gebrochen wäre. Und dazu muss dann eben dann auch, damit er gebrochen ist, eben ein höheres Hoch ausgebildet werden. Das heißt, präferiertes Szenario, wir laufen hier nach oben ran, charttechnisches Signal, um dann nochmal nach unten zu korrigieren in Richtung 2,80, 2,60. Die wichtigste Unterstützung für mich momentan hier im Bereich 2,16, also hier. Wir sehen, dass wir ab diesem Bereich durchaus Dynamik nach oben bekommen haben, sind dann hier nochmal runtergelaufen, sogar das neues Tief ausgebildet. Dann haben wir wieder leichte Tendenzen für Dynamik bekommen, aber nicht so prägnant wie hier, wie in dieser Zone. Schon interessant, bis hier hatten wir dann auch noch entsprechend Aufwärtspotenzial, hier nochmal Aufwärtspotenzial, auch hier. Da ist wieder ein bisschen mehr Dynamik reingekommen. Aktuell sieht es so ein bisschen hier im Tageschart aus, als würden wir wieder so ein bisschen Abwärtsdynamik bekommen, wie wir es hier sehen. Das heißt, kurze Korrekturen, die dann relativ zügig abverkauft werden. Also auch hier präferiertes Szenario, nochmal ein Anlauf an die 2,16. Und dann kommt es darauf an, wie sich das charttechnisch im Chartbild hier darstellt, ob wir dann hier entsprechend nach oben ziehen. RSI, wenig hilfreich, auch hier momentan im Mittelfeld. Na, damit sind wir schon im Stundenchart. Wir sehen es ja nochmal, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dann hatten wir korrekturartige Abwärtsbewegung, die aber darin gemündet ist, dass hier eben dieser Aufwärtstrend jetzt schlussendlich hier gebrochen worden ist. Nicht mehr und nicht weniger. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt zwingend dann hier nach unten weiter durchrauschen, aber eben dieser Aufwärtstrend im Stundenchart ist gebrochen worden. Was wir auch sehen, ist, dass wir hier noch eine anziehende Dynamik hatten. Das, was ich gerade auch besprochen habe, in Bezug auf den Tagesschart. Und dann sehen wir, wie es dann hier losgeht, dass wir Abwärtsdruck bekommen haben, also die Kerzen deutlicher und stärker nach unten. Wir haben fallende Hochpunkte, die wir sehen, fallende Tiefpunkte, also das momentan tendenziell eher schwächer zu bewerten.
Widerstand auf der Oberseite für mich primär hier bei 2,64. Kleiner Durchschnitt kommt von oben. Wir sehen es hier, sind noch mal kurz rangelaufen und von da aus dann eben hier wieder Abgabedruck bekommen. Auch hier das gleiche Szenario, wo wir hier im Vorfeld noch entsprechend Unterstützung gesehen haben. Apropos Unterstützung, die für mich momentan hier bei 2,44. Hier linksseitig im Chart sehen wir es. Wir haben hier eine Aufwärtsdynamik bekommen, kurze Korrektur und dann wieder ordentlich Schub nach oben. Das heißt, nach einer kurzen Korrektur sind wieder Massivkäufer in den Markt reingekommen, um den Kurs weiter nach oben zu schieben. Durchaus das Potenzial da, dass das nochmal gelingen könnte. Also von daher präferiertes Szenario. Zunächst nochmal hier nach unten in Anlauf, ein charttechnisches Signal, um dann nach oben zu ziehen. Allerdings sehen wir auch, dass wir hier im RSI schon überkauft waren, nochmal Korrektur bekommen haben, dann nochmal nach unten gelaufen sind, aber der RSI nicht mehr mitgelaufen ist. Das spricht momentan eher dafür, dass wir vielleicht zunächst nochmal steigende Kurse in Richtung des möglichen Widerstands bei 2,64 sehen. Soweit erstmal zu meiner Einschätzung rund um den Gaspreis. Wie es weitergeht, das bleibt natürlich zunächst erstmal abzuwarten. Aber zumindest haben wir uns vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarkt im Wochenchart, im Tageschart und im Stundenchart. Denkt bitte mal dran, alles, was wir im Chart und im Video so besprechen, das kann so kommen, das muss sich so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um meine persönliche Einschätzung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, den Kanal direkt zu abonnieren. Dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.